Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Omsi. Ja, wir befinden uns hier auf der Map Spandau, wie man das vielleicht sehen kann. Eine sehr, sehr unbekannte Map, kennt man nicht, die ist ganz frisch rausgekommen. Ich bin ein Beta-Tester, weil ich ein ganz besonderer Mensch bin. Und ja. Nein, ich mache nur Spaß. Ja, wir befinden uns, wie gesagt, auf der Map Spandau, mit dem. Ah, wie heißt er gleich? Ah, genau, Mercedes O405. Und ja, wir fahren die Linie 92 zur Stadtgrenze. Huch, ups, dazu muss ich, glaube ich, das hier drücken, ja. So, wir haben noch 15,9 Minuten. Ich starte mal die Elektrik. Relativ laut, aber egal. Vielleicht ändere ich noch was an der Soundeinstellung. So, Linie Kurs, das müsste die 00. 092 sein, wenn ich mich nicht irre. Genau, und das ist die Route 101. Was? Möchtest du mich verarschen? Nein. Alter! Was? Ja, also. Ja, versuchen wir mal mit Ziel hier. Huch, ups. Nee. Was? 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 Was ist mit 13? Ja, Betriebshaft will ich jetzt auch nicht. Hä? Also, das ist ja jetzt super. Habe ich den Fahrplan echt schon ausgewählt? Ja, habe ich. Ja, dann tue ich das halt manuell machen, ne? Was sind wir denn hier? Ach so, ja, oh, falsch. Stadtgrenze. Ich gebe das hier gerade ein, deswegen habt ihr kurz Standbild. Ja, Dienstfahrt eher wenig, eher weniger. Ja, dann tun wir hier nochmal nur die 92. And 92 appears. Okay, so, jetzt sind wir eigentlich ready. Ready to go. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, indem wir die Zeit vorspulen. Wir fangen um 11:05 Uhr an. Da tue ich mal 11 Uhr. 4. Ja, und dann wähle ich das Wetter gleich nochmal aus. Ne? Und ja, das Wetter wird ein schöner Schneefall sein, um meine Fahrskills auch komplett auszureizen. So, jetzt wird natürlich alles weiß. So, da starten wir mal das Motörchen. Ich muss sagen, jetzt ist es schon wieder super laut. Wir haben ja noch Zeit. Gesamtlautstärke tue ich mal eben. Ja, so. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Und ja, dann fahren wir mal los. Die Bremse durchtreten, damit ich gleich auch keine Bugs habe. Und los geht's. Ich weiß nicht, wie ich das schneiden werde. Ob ich das jetzt Hinfahrt an einem Stück machen soll und die Rückfahrt an einem Stück. Oder ob ich alle 15 Minuten jetzt cutten soll. Wo wir gerade beim Thema Cutten sind. Sekunde. Ich tu mal gerade hier was verschieben. So, weiter geht's. Hier scheint keiner einsteigen zu möchten. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir hier entlang. Gefolgt von gar keinem. Gar niemanden. Das Wichtige ist ja eben bei mir, ne? Also bei mir ist das so, wenn es halt so verschneit ist, dann lasse ich mir Zeit. Also mir ist da ja der Fahrplan wirklich egal. Hauptsache ich brauche keinen Unfall. Und ja, ich hoffe, ihr vertretet meine Meinung dazu. So. Die Sounds, der Sound müsste eigentlich stimmen. Ich sehe rechts, ja, stimmt nicht so ganz. Ist aber okay. Ne?
Aha, da stehen auch schon Leute. Srakonati joins the Server. Ich bin noch gerade auf dem Teamspeak. Bleib doch stehen, du Sack. So, das war's schon. Sagen Sie nicht mal Hallo. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Dann fahre ich einfach weiter, ganz stur und innerlich weinend. Ah, 5 Minuten habe ich jetzt schon gebraucht, um überhaupt loszufahren. Ja, toll. Bei mir jetzt 11:06, ne? Ja, so. Dann sind wir, boah, Alter, sind wir einer Dreiviertelstunde circa da oder eine halbe Stunde. Ich will jetzt nicht rechnen. Nicht. Oh, kleine Frame-Einbrüche, ne? Das wollte ich eigentlich verhindern. Ja, hup ruhig, mir ist es völlig egal, was du machst, du Sack! Dann mal rechts hier ran, ne? Unten. Was fährt der denn heute so schräg, ey? Mein Gott, hör auf zu hupen, sonst hup ich dich zu, du Sackgesicht! Hallo. Hallo. Ich würde sagen, fahren wir mal weiter, ne? Idiot, ey. Mit seinem scheiß Manta, ey. Also, wie man sehen kann, hier Ferien, Sommer, ne? Wir haben jetzt den 28.07. hier in-game. Und, ja. Es fällt natürlich Schnee, das ist natürlich. Huch! Das ist natürlich nicht programmiert. Das ist halt, das war. Das, also wir gucken sozusagen in die Zukunft, sage ich jetzt mal. Und ja. Für Deutschland ist so Wetter ja im Monat Juni. Entschuldigung, Juli. Ja, völlig normal. Ich sollte mal bremsen, Alter. Boah, bin ich doof. Sind wir hier richtig? Ist das die Haltestelle am Bogen? Ja, das ist die Haltestelle am Bogen. Huch. So. Tach. So. Meine Güte, ist laut bei mir. Ja. Also Juli ist natürlich das typische Wetter jetzt. Bleibt da stehen. Mein Gott. Hier will keiner. Okay. Dann will hier keiner. Sind schon alle abgehauen. Und wir sind genau im Zeitplan. Das ist ja ein Wunder. Wie bei der Eva. Alter, was bremst der denn heute so komisch, ey? Boah. Boah. Nee. Was ist denn los jetzt hier? Ich bin sicherlich eine Framerate. Ich guck mal gerade, was haben wir für eine hier. 14, ja, nee, klar, aber wie willst du mir denn sagen hier? Schleudern. Ja, Zielschild Stadtgrenze. Ich bereue es jetzt schon, im Teamspeak zu sein. Hallo. Ja, sicher. Dann sagen sie noch Hallo. Ist er uns durch? Nein, tu doch tut er. Was ein Gutmensch. Es ist ein Gutmensch. Danke.
Also das mit der Framerate ist ja nicht nur bei mir so, ne, bei OMSI. Auch mit der Potsau der Technik, weiß ich nicht. Es sind immer irgendwelche Frame-Probleme. Bei Mitaufnahme halt, ne? Ohne Aufnahme habe ich so 25, ne? Ist aber für OMSI normal, ey. Das frisst Frames, selbstverständlich. Mülheimer Straße, die nächste Haltestelle. Und was macht er denn da? Boah, wir sind schon wieder zu früh, ey. Das kann doch nicht sein. Guten Tag! Huch, ups. Mir fällt gerade auf, ich sollte die Heizung eventuell mal anmachen. So, und jetzt geht die Lautstärke selbstverständlich hoch. Ich darf nicht so schreien, das ist ja egal. Versuch das mal ohne den, so. Ja, hup ruhig, ey, ich hab Vorfahrt, du Lachs. Mein Gott. Boah, du bist wunderschön mit deinem weißen Manta, ey. Wunderschön, jetzt bremst du auch noch. Jetzt willst du rechts rein, aber kannst es nicht, weil ich hier fahre. Oh, das ist Sackgesicht. So, jetzt komm. Hier rechts zur Haltestelle, dann brauche ich mich nicht hinter diesen komischen Assis stellen. Was ist denn jetzt los mit den Bremsen heute? Weißt du was? Ich glaube, ich stelle das Wetter jetzt mal um, weil das kann ja nicht angehen hier mit dem Schnee. Da tut nämlich die Frame halt eben so. Sekunde, wir sind ja eh zu früh. Immer bestes Wetter hier. So, und jetzt geht das eventuell auch mit dem Wetter, wenn er gerendert, geladen hat, was auch immer hat. Das kann ich auch die Scheibenwischer ausmachen. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Huch. Ich vergesse immer, dass ich die Tür hinten nicht mehr manuell aufmachen muss. Geht man Sicherheit brutal? Ja, ist ja gut. Wird ja gleich wärmer. Frierst du dich halt halb tot, ne? Ist besser als gleich zu verbrennen, wenn mein Bus gleich in Flammen aufgeht, ne? Weil wegen meiner Fahrweise und so. Quatsch. So, Framerate ist im Moment bei, lass mich zählen, 18, 19, 20. Boah, das ist doch viel besser. Jetzt außerdem kann ich ein bisschen flotter fahren jetzt. Flotter. Zeppelinstraße, die nächste, super. Ja, jetzt wird's natürlich rot, ey. Zwar natürlich K. 13 Minuten schon, super. Komm, ich nehme mal an einem Stück auf, egal wie groß die Datei danach wird. Scheiße, der Fuchs drauf. Und hier, meine Damen und Herren, sehen wir eine Kreuzung in 1900, im Jahr 1988. Huch, das scheint ja der Technologie einfach mal. Fahren wir einfach mit einem Bus, dass der erst 1995. Wann wurde der? Wann? Welcher Baujahr? Welches Baujahr? Welches was auch immer war der Bus jetzt? 30. Weiß ich nicht. Also, aber auf jeden Fall erst nach 1988 hier schön erstellt, gebaut, was auch immer. Huch, jetzt habe ich die Tür schon mit hinten aufgemacht. Geh zu. Ich will weiterfahren, geh zu, so. Astrein, spitzenmäßig, was machst du denn da hin? Mit deinem wunderschönen Mercedes. Rot.
wunderschöne Farbe, was ihr da ausgesucht habt. Ey, ist das schon die nächste Haltestelle? Ey, der hätte auch laufen können, du Sack. Hier hätte man sich sparen können, die Kosten, hier eine Haltestelle hinzuklatschen. Will hier überhaupt jemand rein? Nein. Kann's gleich weitergehen. Willkommen bei Schöner Fahren. Ihr Moderator Frank. Wie heißt der mit Nachnamen? Frank Dietrichs. Ey, das ist schon wieder eine Haltestelle, ey. Jetzt ganz ehrlich, was ist das denn? Wenn die sehen, das, ey. Oh, ja, halt Schmaul jetzt. Halt Schmaul. Nee, ich fahr mit Kamel. Ich hoffe, das passt so. So, und dann geht es dann entsprechend weiter, ne? Wenn sich die Texturen dann auch entsprechend geladen haben vom Bus. Ach, ist grün. Oh, 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 oh. Ein schwerwiegender Fehler, wie sich am Ende herausstellte. Zum Glück. Oh, 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 ich habe einen Fehler. Jetzt kurz Standbild. So, weiter geht's. Zum Glück waren keine Deutsche verletzt. Alter, diese Haltestelle, jede 100 Meter, nee, Quatsch, jede 50 Meter eine Haltestelle. Was ist das denn? Hallo. Hallo. Guten Tag. Was ist jetzt mit dem Motor los? Ach so. Ja, wie wär's mal mit Tür schließen und weiterfahren? Oh, ein guter Mensch, er ließ uns durch. Guten Deutschen. So, wenn in den nächsten 100 Metern oder 200 Metern jetzt, okay, 200 Meter geht noch. Geht noch. Eine Haltestelle kommt, ja. Dann, liebe Leute, dann hupe ich die Hupe kaputt, bis sie kaputt geht. Oder Liebe ist genauso bescheuert wie liebe Abonnenten, die mich abonniert haben. Oder wie teuer kostet das? Oder mein Name heißt, ne, das sind alle so Sachen. Wie ist das? Ne. Huch, verdrückt. Meine Damen und Herren, verdrückt habe ich mich. Boah, Alter, eine Minute Verfrühung fast, ey. Kann ich ja glatt mal was einstellen gleich. So will zwar keiner raus, ist mir jetzt aber relativ egal. Ja, was wollte ich denn jetzt machen, ne? Ich kann ja noch irgendwann erzählen. Ich trinke mal was. Ja, also... ja... ich komme mir gerade vor wie Patrick Star, ne? Oder... Rainer Gerhardt oder Dirk Schröder, ne? Kennt man ja alle. Ja, wir können weiterfahren. Also das Thema wollte ich nochmal ansprechen, ne, wie man ja gerade gehört hat. Blinker, wie weiß man? Ach so, jetzt. So. So, die Framerate bricht gerade ein wenig ein, weil wir in der Nähe des Rathaus Spandau sind. Und ja, wie viel haben wir jetzt? 14, wie gerade. Alter. Also das mit den Texturen nachladen, ne, wie man gerade gesehen hat, ne, das ist mir echt nur ein Rätsel. Well, I woke up to give you a code. Jetzt Deutsch. Well, I woke up to give you a code, pup. Falkenseher Platz.
hier möchte keiner einsteigen. Dann würde ich empfehlen, dass wir direkt weiterfahren. So, er gibt da Gas, die Menge tobt. Alter! Alter! Was ist das denn hier? So, was ist das denn hier? Altstadt Spandau, wo muss ich denn erhalten? Ich glaube hier, oder? Wenn ich mich nicht irre. Altstädter Ring. Was? Bin ich hier überhaupt richtig? Joa, ein schwerwiegender Fehler, wie sich herausstellte. Jetzt wird er zum Rowdy, zum Verkehrsrowdy. Mein Gott, ne. Ja, ja, schon gut. Ja, schon klar, jetzt du, ey Manni, du brauchst hier nicht schon wieder deine Sätze werfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt da rechts rein müssen, ne? Und dann zur Haltestelle da. Jetzt wird er zu Verkehrsrowdy. Mein Gott, Schnauze jetzt, du Scheiß. Wow, 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 das war knapp, jetzt hat man das gesehen. Boah, Alter. Texturen könnt ihr euch woanders nachladen, ja? Ja, das war hier. Wow, 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 wow. Jetzt wird er wieder nicht mehr zum Verkehrsrowdy sein. Das Force Feedback macht ihn zu schaffen. Ja, Altstadt Spandau steht ja an der Haltestelle. Wie man das super gut sehen kann. Hallo. 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 Guten Tag. Schönen guten Abend. So, wenden wir denn. Ich würde sagen, hier, ne? Hoher Steinweg. Ja, wo ist er denn? Ist das der hohe Steinweg? Nö. Ja, müssen wir mal gucken, wo der hohe Steinweg ist. Ich tu mal kurz die Infos hier anmachen. Ich bin lange nicht mehr hier gefahren. Also damals konnte ich es immer auswendig. Die gute alte Strecke. Oh, 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 oh. I think that wasn't a mistake. And he goes and he did it. He did it with Elan. Hoher Steinweg, ja, was sagst du denn? Hier möchte aber wohl keiner rein. Oder irre ich mich? Ja, dann fahren wir wohl weiter. Jetzt kann ich wohl, glaube ich, auch die Infos ausmachen. Die Hilfspfeile. Ja, der Dirk, ne? Dirk ist der beste Eichring-Chirurg. Das macht er aus Leidenschaft. Der Frank, der gute Tierproktologe, ne, der Quatsch, der Ralf, der gute Tierproktologe, ne, das ist ein gut Mensch. Kevin Krause ist online. Super. Super. Fupa. Ja, so Ampel, ne? Ich mag es, gekitzelt zu werden, aber nicht bei sowas. So, mach mal kurz hier zu, die Scheiße. Wow, wow, oh, hab ich die Rennkollision an? Die Scheiße, das hab ich mich selber verraten. Ich bin so ein Noob. Was ich auch noch lernen muss, ist die Bremse gedrückt zu halten. Vielleicht sollte ich mal irgendwie die Haltestellenbremse da immer reinmachen, wenn ich dann stehe. Oder vielleicht sollte ich auch eventuell das Sch oder das S nicht so aussprechen, da dieses Mikroblase. Ah ja, ist ja gut hier. Ich hab ein bisschen Bier getrunken, muss aber nichts machen. So, jetzt fahre ich also auf jeden Fall nochmal. Moritzstraße, was? Sag mir bitte, dass das die Moritzstraße ist. Lieber Moritz. Ja, es wird wohl die Moritzstraße sein.
Ja, die Moritzstraße, wir haben sie noch nicht absolviert, aber werden wir gleich machen. Indem wir die Hilfsweile ausmachen. Und einen Moment ruhen. Oh, was ein unbeschreiblicher Sound hier. So. Hilfe! Ah! Boah. Oh nein, nicht der nächste. Bah, es ist ja wirklich, also nee. So. Können mal weiter. Ich schätze wohl ja. Zum Glück haben wir grün. Sehr toll. Gut. Und ja, ey, was soll ich sagen, ne? Wir können auch die ganze Zeit so weiterfahren, ja. Das sieht überhaupt nicht behindert aus. Und hilft natürlich ganz gut. Oh, also wir haben schon wieder eine Minute Verfrühung, das geht gar nicht. Was? Entwerte 102 Defekt. Das freut mich natürlich. Ja, was könnte ich nur noch erzählen? Ich hab mir... Oh, ja, hallo! Hallo an alle! Hallo! Was kann ich denn noch erzählen? Ich hab mir vor der Aufnahme kein Thema ausgedacht und jetzt habe ich... Fällt mir spontan auch keins an. Ein. Ja, ich bin gerade etwas irritiert, weil hier Millionen Menschen einsteigen und überall gehupt wird. Mit ihren Hupen. Ja, 27 Minuten war es eigentlich das längste, was ich glaube ich aufgenommen habe im OMSI. Ja, es wird sich noch wohl noch ein wenig ziehen. Ja. Ja. Mir fällt gerade auf, da ist ich kein Ticket Dingens angeschaltet, dann mache ich das mal eben. Wenn ich dann um sie nicht dafür neu starten muss. Einfach. So. Dann gucke ich hier noch mal was. Ja, ich weiß Standbild, ne, ist aber nicht schlimm. Nö, das meine ich jetzt nicht. Nö, das möchte ich auch nicht sehen. Also ich suche gerade was, also nicht wundern. Das will ich gerade auch nicht. Rückgeld. Okay, ja, ja. Jo. Okay. So. Dann würde ich sagen, wir können weiterfahren. Ne, würde ich mal sagen, ne? Was? Will da schon einer aussteigen? Meine guten Kunden wollen aussteigen? Das kann doch nicht wahr sein. So, Brunsbüttlerdamm ist unsere nächste Haltestelle. Liebe Fahrgäste, Moment. Hier spricht der Kapitän, meine lieben Fahrgäste. Ja, unsere nächste Haltestelle ist der Brunsbüttler Damm mit einer halben Minute Verfrühung. Aber ich scheiße auf Fahrgäste, ich komme gerne zu früh. Huch! Was ist das Ding? Einen Einzelfahrschein. So. Wo ist die Maus hin? Ach, da. Ja, sind ja voll viele eingestiegen. Da muss ich ja schon sagen, ne, dass sehr viele eingestiegen sind. Also ich wundere mich gerade, dass ich überhaupt noch die Motivation habe, um sie aufzunehmen. So eh keiner guckt. Wie alle anderen Let's Plays, Alter.
Ich fahre jetzt extra so, by the way, ne? Huch! Ja, ist ja gut da. Brauchst du nicht erschrecken. Mann, Mann, Mann! Our next stop is the Seaburger Street, and yeah, our destination point or whatever is Stadtgrenze. And yeah, we are 0.2 or 0.2 for the Americans, or I don't know. Now we are 0.0 minutes too late, too early, I don't know. And yeah, there is our next bus stop. Ich soll aufhören so zu reden, ey, das geht ja ein mega auf den Sack. Was? Ich fahre nicht scheiße, ich bin da rauf. Hallo. Jetzt steigen Sie ein. Hallo, ich hätte gerne eine Tageskarte. Sollen Sie bekommen. Huch! Danke. Bitte. So, ist gut, ne? Huch, so. Blinker ausmachen wäre eine Maßnahme. Das Problem ist im Moment wieder das Echo. Das kann man ganz... Moment, ich zeige das mal. Also das Echo. Das hört man jetzt ganz gut. Ich habe keine Ahnung, von wo das kommt. Ne? Aber ich kann es mir schon denken. Also den kann ich mir. Okay, weiter geht's. Ich meine, wenn ich fahre, hört man das ja eh nicht. Hoffe ich. Vielleicht nur ganz abgeschwächt. Ja, fahr. Sakrat. Unsere nächste Haltestelle ist die Siegstraße, ne? Ja, ja. So, kurz mal wen abgewiesen. Oh, was ist denn da? Ja, was ist denn denn, ne? Hab ich mir im ersten Moment auch gedacht, was das sein könnte. Aber ich war dann doch definitiv unentschlossen und habe es dann gelassen. Ein Gutmensch, der im grünen Mercedes. Danke, dass Sie mich durchgelassen haben. Super. Huch. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich aus dem Fenster geraten. Weil sobald ich aus dem Fenster gerate, bricht um sie irgendwie ab und der Bus macht automatisch eine Vollbremsung. Das ist Technik von Mercedes-Benz jetzt hier in 2013. Das ist es. Wenn ich meine Hand aufs Fenster aus Mercedes stecke, dann macht das Auto so automatisch eine Vollbremsung, um einen Unfall zu vermeiden, damit sich das Auto nicht dreht, während ich meine Hand aus dem Fenster strecke. So. So, tschüss, zwei Zwillinge, ihr trennt euch jetzt. So. Wie aufgeklickt. Kann doch nicht sein. Ja, meine Lieben. Also. Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt drängen sich die zwei vor. Das geht gar nicht. Wir sind jetzt schon gerade Stand 15 Kilometer auf dem Thermometer, wollte ich schon sagen, auf dem Tachometer. Ja, sind wir noch nicht mal 10 Kilometer gefahren.
Wobei ich das verlange. So. Ich verlange jetzt unbedingt. Danke, dass sie mich durchgelassen haben. So was sieht man echt nur noch selten. Praktikum, 20% auf alles außer Tiernahrung, Alter. Hör auf zu bremsen. Bleibst du da einfach stehen, wenn doch schon längst um die Kurve ist. Immer diese Mantrafahrer, ne? Knobelsdorfstraße, ne, das ist die nächste. Ich kann mich auch angewöhnen, das hier auszumachen. So. Ich mache jetzt nicht die Haltestellenbremse rein, weil dann würde ich automatisch aussteigen mit dem Steiger. Ne, Glück, uff. Huch, so. Oh nein, jetzt habe ich mich fatal verdrückt. Oh, oh. Kann auch nur mir passieren, entsprechend. Ja, jetzt sind sie draußen. Was willst du machen? Oh, immer noch nicht alle. Ja, Haltestellenwunsch, ne? Was will man machen, ne? Beim Haltestellenwunsch muss halt, Haltewunsch muss halt halten, ne? Aber jetzt ist es zu warm. Ja, liegt an den dicken Leuten hier drin. Nein, die machen nur Spaß. Huch, nein, bleib oben. Ich will keiner. Ja, was machen wir dann dagegen, ne? Fenster auf, würde ich sagen. So ein paar. Muss reichen. Gut, ja, weiter geht's, ne? Are you serious? I ask you if you are serious. Mann, ey, langsam geht die Konzentration fliegen. Ja. Huch, jetzt, sobald ich das Licht ausmache, laden sich die Texturen selbstverständlich neu. Ja, sie wollen raus, ich weiß, aber... Ich fahre jetzt extra langsam, weil es hier so warm ist, weil es unbedingt raus wollen, weil es so warm ist. Ich mag es, Leute zu quälen. Maulbeerallee. Super. Halt die Fresse da hin, ey. So knapp 40 Minuten jetzt schon. 37 und 46, um genau zu sein. Ich weiß ja nicht, wie YouTube, inwiefern YouTube das ja verändert. So. Und wenn ich jetzt, weißt du. So, und jetzt nicht die alte Stellenbremse, Bremsenlöstaste mit der Park, mit der Feststellbremsenlöstaste verwechseln, so wie gerade. Bloß nicht. Das wäre fatalist. Fatalist. Das ist das Wort. So, ich bin mir sicher, sie wollen ein Ticket. Ja, oh, das ist Fernlicht. Das wollten wir natürlich nicht. Bitte schön. So, das wird keiner mehr rein. Okay, tschüss. Ja, und am Ende an der Stadtgrenze werde ich mal eine schöne Pause einlegen, weil ich muss, Harndrang, was auch immer. Dann werde ich erstmal die 20 Minuten eine Pause machen, oder wie viele Minuten das auch immer sind. Ja. Und, ja, da werde ich wohl mit dem Marcel was planen. Mit dem Desert Enemy. Ich sage, die Videos kommen jetzt auch nicht wirklich regelmäßig, wie auch immer sich jetzt hier so 39... Part angucken, ne? Hör's auf dahin. Wer sich auch immer das jetzt 39 Minuten anguckt, ne? Der muss ein bisschen durch den Wind sein. Nein, dann bist du cool. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. Fatal. Guten Tag. Eine Tageskarte. Nö.
Ja, wie kommst du, wa? Oh, jetzt habe ich es schon wieder aufgemacht, ich Depp. Was bist du denn da? Schönen guten Abend! Alter, was ist denn das für ein Auge, ey? Ja, fahren wir mal weiter, ne? Würde ich mal so sagen. Aber bleibst auch stehen, du! Ist ja widerlich! Sagen Sie den mal, ey! Meine Reaktionszeit ist eh scheiße! Müssen die Autofahrer doch mittlerweile wissen hier! Müssen doch mittlerweile den schlechtesten Busfahrer in ganz Berlin kennen! So, sie wollen ja aussteigen! Dann sollen sie das! Ja, weiter geht's! Huch, wenn ich so gegen den Bordstein so leicht hätte, dann reißt das Lenkrad voll weg. Ich lasse das jetzt mal los. Oh, das dürfte ich, das darf ich nicht machen, los, das komm, ich gebe mal Vollspeed jetzt, das macht richtig Spaß. Und rote Ampel, wer jetzt gedacht, oh scheiße. Und grüne Ampel, wer jetzt gedacht. So, fahr doch. Framit, hinter mich nicht daran zu fahren. Ups, ups, ups. Ja, wir fahren in der Ego-Perspektive und ja, ich hoffe, man nennt das so. Das macht Spaß und ja, deswegen fahren wir da so. Oh, oh, oh. Scheiße. Mann, da sind die Haltestellen hier aneinander, ey, das kann doch nicht mehr sein. Mann, sieht man ja gar nicht vor, also kann ich kein Vollgasknick geben. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag. Sollen sie abbekommen, mein Lieber. Kann ich auf dem letzten Stück Vollgas geben, will ja eh keiner. Ich bin mir sicher, ich mach die Rückfahrt jetzt nicht. Der brauche ich nicht mehr, ey. Mein Left ist so, Alter, was ist der denn? Ich muss hier rein, bin mir sicher. Nö, direkt Stadtgrenze durch, ja super. Na hören's. Oh, falsch, er drückt mal wieder, ne? So, Ampel, werde grün. Ampel, du kannst nicht grün werden, ich weiß, aber schalte um, dass ich losfahren kann. Ich habe meinen Fehler ja bemerkt. Und ja. Aha,
Da kommt er! Oh, er muss die Feststellung und so rausnehmen. War es ein Idiot? Wieso holt er so weit aus? Man weiß es nicht, keiner weiß es. Es wird noch nachgeforscht. So, und jetzt kickt auf Vollgas, komm! Oh. So. In wen sitzen wir denn heute? Gar keinen. Okay. So. Dann hier links Ryan. Der Kollege fährt auch pünktlich ab. Super. Ja, ja, ich war gar nicht zu spät und gar nicht zu früh, das ist gut. Nur eine kleine Differenz. Wir haben die höchste Differenz ist im Moment im Verfrühungsbereich. Und das höchste war jetzt, wo steht das? 44 Sekunden zu früh, ja. Ist doch okay, ne? Und ja, so. Ich hoffe, euch hat diese Folge wie immer gefallen. Falls das so ist, gebt doch einen Daumen hoch. Wir sehen uns dann im nächsten Part auf einer anderen Map. Bis dahin.